Angeklagt vor dem Landgericht Darmstadt ist ein Elternpaar. Die beiden sollen ihre eigene Tochter ermordet haben. Der Vater habe die 19-Jährige im Schlaf erwürgt, so die Staatsanwaltschaft. Und warum? Offenbar, um die Familienehre zu retten. Es war ein Verbrechen, das nicht nur die Menschen in Darmstadt bestürzt hat. Ende Januar wird hier in einem Waldstück am Rande eines Parkplatzes die Leiche einer 19-jährigen Frau gefunden. Unter Mordverdacht geraten schnell ihre eigenen Eltern. 2 Kilometer vom Fundort entfernt, in diesem Hochhaus hat die Familie gelebt. Hier soll die Tochter von ihrem Vater in der Nacht zum 28. Januar erwürgt worden sein, als sie gerade schlief. Das mutmaßliche Motiv: die 19-Jährige soll einen Freund gehabt haben, der ihren Eltern nicht passte. Von diesem Tatmotiv geht auch die Staatsanwaltschaft aus, die Shazia K. und ihrem Mann gemeinschaftlichen Mord vorwirft. Weinend betrat heute die 41-Jährige den Gerichtssaal. Shazia K. soll zugesehen haben, als ihr Mann ihre Tochter erwürgte und ihm geholfen haben, die Leiche wegzuschaffen. Die Angeklagten sollen im Streit mit ihrer Tochter gewesen sein und sollen dann kurz vor der Tat erfahren haben, dass die Tochter eine sexuelle Beziehung mit ihrem Freund unterhält. Daraufhin sollen sie dann aus Angst vor Gesichtsverlust sich dazu entschieden haben, die Tochter umzubringen und das dann gemeinsam geplant haben. Genau das versuchen die Anwälte von Shazia K. vor Gericht zu widerlegen. Die 41-Jährige sei an den Mordplanungen nicht beteiligt gewesen. In der Familie habe sie sich immer ihrem Mann unterordnen müssen. Sie hat nichts zu sagen, sondern sie macht das, was ihr Mann sagt. Sie hat eingeräumt, dass sie bei dem Abtransport der Leiche beteiligt war, dass sie dazu von dem Mann gezwungen wurde, aber an der eigentlichen Tat nicht beteiligt war, zum Teil anwesend war. Asadullah K., der Vater der Getöteten, hat die Tat dagegen gestanden und bestätigt, dass seine Frau ihm habe gehorchen müssen, den Mord deswegen nicht verhindern konnte. Shazia K. ließ eine Erklärung verlesen und versuchte genau dieses Bild, das der unterwürfigen Frau, vor Gericht zu vermitteln. Dieses Bild wandelte sich, als die ersten Zeugen auftraten, darunter die kleine Schwester der Getöteten. Durchsetzungsstark sei sie, resolut und durchaus selbstbestimmt. Der Vater sei der liebvolle Part in der Familie. Und auch der Streit mit der später Getöteten, er sei maßgeblich von der Mutter ausgegangen, so die Zeugen. Die angeklagten Eltern gehörten genauso wie ihre 19-jährige Tochter der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde an. Auch hier ist man bestürzt über die Tat. Man habe von dem Problem der Familien gewusst und lange versucht, zwischen beiden Parteien zu vermitteln. Wir haben gesagt, verheiratet diese beiden Personen, also den Mädchen und, das Jungen, und den Jungen. Und wir hatten eigentlich auch das Gefühl, dass da eine Bereitschaft ist. Leider eine Fehleinschätzung. Asadullah K. droht lebenslange Haft. Welche Rolle die Mutter der Familie bei dem Mord spielte, wird das Gericht jetzt klären müssen.